Leute von dabei Radio Primaton, 2 Stunden, ein Gast mit einer interessanten Geschichte. Und heute haben wir einen hochinteressanten Mann da, vor allem jemanden, der, glaube ich, dafür sorgen kann, dass es sehr lecker klingt heute. Hermann Laudensack ist zu Gast, Betreiber von Laudensacks Parkhotel und Spa in Bad Kissingen und ja immerhin seit 23 Jahren Inhaber eines Michelin-Sterns. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ich glaube, es gibt in der Region niemanden, der das so noch macht, oder? Ja, nach meinem Wissensstand sind es 23 Jahre. Es gibt es in Franken nur einmal. Wir sind halt zurzeit die längsten. Es gab auch schon mal jemand, der hat noch länger einen Stern gehabt. Aber es ist eine schöne Sache und es ist halt eine lange Geschichte und es macht uns nach wie vor sehr viel Spaß, unser Restaurant vor allem zusammen mit diesem schönen, kleinen, feinen Hotel zu betreiben. Und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, dass die Gäste bei uns eben gut essen, schön trinken und dann nur noch eine Etage höher in die Betten fallen. Und dadurch bleibt so ein Sternrestaurant existent und rentabel. Das ist die interessante Frage, wie man sowas rentabel darstellen kann. Weil es heißt ja ganz oft, dass Sternerestaurants allein aufgrund des Aufwands und der Zutaten, die man braucht, eigentlich total schwierig rentabel zu führen sind. Jetzt gibt's viele, die fahren so ein zweischieniges Konzept, haben also ein, sag ich mal in Anführungszeichen, normales Restaurant, dann einen kleinen Sternebereich oder werden irgendwie gesponsert. Es gab ja das Beispiel hier in Schweinfurt, dass die Industrie auch ein Restaurant gesponsert hat. Sie schaffen das aus eigener Kraft. Wie gelingt das? Ja, wir haben das ja, unser Haus gegründet vor 27 Jahren. Ich habe eine sehr verständnisvolle Frau. Wir haben 3 erwachsene Kinder inzwischen und es waren halt in der Gourmet-Szene in Deutschland auch noch andere Zeiten. Dann haben wir das mal gegründet, das Ganze. Ich stamme aus einer Gastronomenfamilie, ganz brav, aus dem kleinen Kurort Bad Bocklet und bin dann nach Kissingen gegangen. Wir haben dieses Haus renoviert und so weiter, haben aber von Anfang an eigentlich ein kleines Hotel mit einem Beauty-, Kosmetik- und Massageabteilung gemacht und dazu ein separates kleines Gourmet-Restaurant. So, und deswegen haben wir das von Anfang an so auf diese Beine gestellt und so konzeptioniert und haben, wie Sie gerade sagen, auch da ein richtiges zweites Standbein, nämlich es gibt bei uns viele Hotelarrangements mit 2, 3, 4, 5 Tagen und dort gibt's eine wunderbare Feinschmecker-Pension. Und diese Pension gewährleistet uns, wir haben also immer Gäste im Haus, die unsere Feinschmecker-Pension buchen, dass die Produkte immer aufgebraucht werden. Wir haben also garantierte Gäste im Haus und das ist praktisch wie die Zweigleisigkeit bei uns auch im Haus. Der eine hat ein Bistro, hat ein Gourmet-Restaurant plus ein Bistro, der andere hat ein Gourmet-Restaurant mit einem kleinen Catering oder ein Mittagsbuffetchen oder sowas. Und da ist eben gewährleistet, dass alle teuren, auch die teuren Produkte, auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut, die werden dann auf jeden Fall sofort wieder weiter verarbeitet. Und so ist gewährleistet, dass für dieses Gourmet-Restaurant, für diese Sterneküche immer Top-Produkte verarbeitet werden können. Jetzt fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Sie haben gerade gesagt, in Bad Bocklet geboren. Jetzt ist Bad Bocklet ja, gibt's ja, glaube ich, kein Sterne-Restaurant. Nein, es gibt ja hier in der Gegend sowieso ganz wenige. Eben. Ja, ganz, ganz wenige. Jetzt sitzen wir hier in Schweinfurt, da gab's noch nie einen Stern. Und es gibt jetzt neuerdings seit 2 Jahren in Würzburg 2 Sterne und in Unterfranken gibt's noch insgesamt, aktueller Stand, glaube ich, haben wir 9 Sterne allein in Unterfranken. Das waren vor 5 Jahren, waren es nur 6 Ein-Sterne-Restaurants. Jetzt stelle ich mir vor, der kleine Hermann Laudensack kommt in Bad Bocklet zur Welt und dann war von Anfang an so dieser Wunsch da, überhaupt Koch zu werden? Hat das so von Anfang an gereizt? Sie haben gesagt, ja, Sie stammen aus einer Gastronomenfamilie. Wissen Sie, das war ja 1973, ne? Also gleich nach der Olympiade. Da war ich in Jüngchen und bin dann normalerweise von meinen Eltern dahin gelenkt worden, in die Gastronomie zu gehen und habe dann eine Kochlehre gemacht. Und dann ging das immer weiter und dann gab es in der Familie die Möglichkeit, dass ich dort aussteige und meine Schwester den elterlichen Betrieb übernimmt. Und dann hatte ich den Ehrgeiz gehabt, wenn ich schon selber was mache, wie kann ich das besonders machen? Und habe den Ehrgeiz gehabt, da dann richtig loszulegen mit der Kocherei und habe dann auch jahrelang
persönlich die Küche geführt und jahrelang darauf hingekocht. Und aber jetzt bin ich freier. Ich habe schon lange einen sehr guten Küchenchef. Ich habe jetzt am Herd Frederik Desch. Der Frederik Desch, der war in Drei-Sterne-Restaurant, der war in Afrika, der war in der Welt und hat auch schon als Küchenchef gearbeitet. Er ist jetzt 40 Jahre alt. Und das ist für mich auch ganz wichtig, so einen Mann zu haben, weil wenn man ein Sterne-Restaurant machen will, dann muss man am Herd sein, in der Küche sein und darf eigentlich nicht viel anderes denken, als wie entwickeln wir zeitgemäß in der Jetztzeit unsere Sterneküche weiter, weil das ist eine Weiterentwicklung. Ich sage es auch, es ist auch Mode. Jeder weiß, dass es mal Molekularküche gab. Jeder weiß, dass jetzt alle möglichen Sachen mit Gemüse gemacht werden. Und das ist schon ein Trend. Und diesen Trends und der Mode, wie in der Architektur, wie in der Kunst, die kann sich wirklich, wer vorne mitspielen will, dem kann sich keiner entziehen. Sonst hätten sie nicht ab 1900 bis 1920 in ganz Europa Jugendstil gebaut. Die haben ja auch nur abgeguckt und dann wieder weiterentwickelt. Also das ist alles dem sogenannten, schönen Wort, Zeitgeist unterlegen. Jetzt war es so gut, Sie haben gerade die Molekularküche angesprochen. Das war ja in Spanien ein Riesentrend. Da hat man ja teilweise, glaube ich, anderthalb Jahre auf dem Platz im Restaurant gewartet. Die haben aber auch immer nur ab und an mal gekocht irgendwie so. Ansonsten haben sie entwickelt. Ich glaube, das aktuell angeblich beste Restaurant ist das Norma, soweit ich weiß. Norma, ja. In Kopenhagen. Genau, ja. Also die gehen in den Wald und sammeln einfach alles, was sie so finden. Ja, das ist ein ganz guter Schlenkerer. Das Norma in Kopenhagen. Das sind Leute, die fermentieren, die haben die sogenannte Nordic Cuisine weitergemacht, haben die entwickelt und arbeiten ganz viel mit Fermentation und mit Kräutern und mit wilden Wurzeln und allen möglichen Dingen und entwickeln daraus sogar Desserts. Jetzt habe ich das Glück, noch einen zweiten Mann plötzlich in der Küche zu haben. Hier in einem Rhöndorf in Lauter wusste ich schon, da gibt's einen jungen Mann, der ist im Noma. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und ich wusste nur von seinem Verwandten, dass da eben einer ist. Und plötzlich, vor jetzt ungefähr einem guten Jahr, hatte ich eine Initiativbewerbung gehabt. Und dann habe ich drauf geguckt und konnte meinen Augen nicht glauben. Dann war das der. Der war aber auch noch in anderen Top-Sterne-Restaurants und war sogar in Japan und Amerika. Oh. Und ist ein junger Mann. Und der ist jetzt bei uns zuständig für die Desserts. Und da hat sich natürlich einiges verändert, weil wenn man dann mit viel Aufwand auch aus Karotten und allen möglichen Sachen ein Dessert machen kann. Oder plötzlich habe ich in unserem Heizungskeller, habe ich dann Plastiksäcke gefunden und in den Plastiksäcken drin waren im Februar abgeschnittene Kirschzweige. Die wurden da praktisch fermentiert und wurden dann mit allen möglichen Methoden im Dampfgarer und nochmal trocknen zu einer Essenz verarbeitet dann. Und aus dieser Essenz wurde ein Eis geboren sozusagen, was nach Mandeln und Rosen schmeckt. Das klingt jetzt aber ganz stark so, als ob die Küche, die Sie betreiben, für den normalen Bürger zu Hause niemals nachzumachen ist, oder? Das ist einfach Kunst dann. Also, das ist so. Natürlich ist und bleibt, und es sollte sich jeder Mensch, jeder Hobbykoch, jede Hausfrau und vor allem die Gastronomieköche auch in einfacheren fränkischen Wirtschaften, die sollten sich mal wirklich über das Produkt Gedanken machen. In der Küche muss das Produkt der Star bleiben. Also es ist ganz wichtig, wenn ich einkaufe, dass ich den Kohlrabi mir in die Hand nehme und mir genau anschaue, ob er holzig ist, dass ich das Gemüse genau anschaue, dass ich, wenn ich eine Mango kaufe und es sind 10 Stück da, fasse ich sie alle 10 an, weil ich brauche ja die beste. Also da geht's los und natürlich ist es dann, wenn man Sterneküche macht, sind viele, ich sag's mal ein bisschen ironisch, Künsteleien dabei, die auch mit viel Aufwand betrieben werden. Aber das ist natürlich auch das, was diesen Gästen, die in solchen Restaurants gehen, das sind die sogenannten geübten Esser, was denen dann auch Spaß macht. Aber wenn natürlich es so weit geht in den Restaurants, dass es zu stark verkünstelt wird und das Produkt nicht mehr nach dem Produkt schmeckt und zu viel mit Vanille und allen möglichen Aromen gearbeitet wird und zu viel Gewürzen und das Produkt teilweise entstellt wird, dann geht's irgendwie über den
Rand hinaus und damit ist es dann eigentlich verkünstelt und hat nicht mehr viel mit Essen zu tun. Also wir bleiben da im Rahmen, aber Sterneküche, wie ich schon anfangs gesagt habe, hat auch was mit Mode zu tun. Jetzt ist es so, aber wenn Sie sagen, das Produkt bleibt das da. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis vor ein paar Jahren mal, da war ich essen und hatte was mit Garnele bekommen. Und da war eine einzige Garnele auf diesem Gericht. Und dann denkt man natürlich so als, sage ich mal, Laie aus Franken, wo es ja immer so ein bisschen darum geht, dass die Schnitzel links und rechts vom Teller hängen, ne? Gottes Willen, jetzt packt er mir da eine Garnele drauf und das kostet so viel, wie wenn ich mir jetzt da, wow, sagen wir mal, so im TK eine richtig große Menge Garnelen hole. Und dann war aber dieses eine Stück so großartig von der Qualität, dass ich gesagt habe, ich habe noch nie so eine Garnele gegessen, ich wusste gar nicht, dass sie so schmecken kann. Danach gefragt, wie kommt das zustande, heißt es ja, die ist frisch im Atlantik gefangen und wurde dann einfach schlicht und ergreifend per Express hochgefahren, damit sie rechtzeitig da ist, so über Nacht. Das ist ja ein unglaublicher Aufwand eigentlich. Wie schafft man das, dass dann die Preise nicht völlig nach oben explodieren, dass sich das kein Normalsterblicher mehr leisten kann? Das ist so. Die Produkte sind teuer und wir haben eine beste Versorgung. Also da hat sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland ein unglaublicher Run entwickelt. Es gibt sehr gute Importeure. Übrigens, inzwischen kann man sich das auch nach Hause bestellen, in schnellster Form. Kostet alles Geld, ist klar. Und wir werden zum Beispiel von zwei verschiedenen Spezialimportfirmen zweimal in der Woche beliefert. Das heißt, viermal in der Woche bekommen wir mit einer gewissen Vorbestellungsform unsere Produkte frisch ins Haus geliefert. Das ist immer interessant, wenn wir Kochkurse veranstalten und da kommt der Kühl-LKW vorgefahren und dann packen wir den großen Halbhut aus oder die lebenden Hummer. Und für die meisten Gäste hier, speziell auf dem Land, wir sind ja nicht in der Großstadt, wo sowas schon eher gang und gäbe ist, ist es dann ein tolles Erlebnis, dass wir wirklich diese Produkte so frisch bekommen. Und natürlich muss der Fischer, der solche Garnelen fängt, in allererster Qualität, der muss auch seine Gewährleistung haben, dass er die zu einem guten Preis schnell loskriegt, weil der Aufwand ist enorm. Das kostet Geld. Wir leben in einem Land, da gibt man ohne Probleme für einen Satz Winterräder mit Alufelgen 2.500 Euro aus. Die werden dann ein paar Jahre gefahren, da kauft man wieder die nächsten. Aber mit derselben, die wir immer noch liebt, mal am Hochzeitstag 200 oder 250 Euro in einem Sternerestaurant zu investieren, da wird's dann eng. Ja. Das ist ein grandioses Beispiel. Ich sehe immer den Unterschied. Ich war öfter in Frankreich und wenn ich sehe, wie die Leute da auch teilweise wohnen, dann ist das spartanischer als bei uns. Dafür, wenn man auf den Markt geht oder wenn die essen gehen, dann kracht's halt richtig. Jetzt ist die Versorgung bei uns inzwischen überhaupt so, wie man es aus diesen Ländern kennt? Also wenn Sie jetzt Frankreich, Paris, Rangier oder so nehmen, so ein Großmarkt, wo wirklich jedes Produkt der Welt angeboten wird, kriegen Sie das auch nach Bad Kissingen alles? Wir kriegen alles nach Bad Kissingen ran, ja. Natürlich zum Beispiel mit Innereien wird's die vakuumiert. Es gibt auch tolle Kühlmethoden und so weiter. Inzwischen, das hat sich alles sehr gut entwickelt. Wir kriegen die Ware ran. Du musst sie nur bezahlen. Und entsprechend ist es so, man isst im Sternerestaurant ein Fünf-Gänge-Menü. Das Fünf-Gänge-Menü kostet 90 Euro und es wird nichts verdient. Weil auf dem Tellern, auf den fünf Tellern ist ja schon ein Lohnkostensatz von 60 Euro. Und dann haben wir noch 30, 40 Euro Ware. Also es wird bei einem Sternemenü grundsätzlich in der Preislage, wo wir sind, nichts verdient. Ein Sechs-Gänge-Menü in einem Sternerestaurant müsste mindestens 180 Euro kosten, also es kostet nur 100 Euro. Und so ist es. Und in Frankreich kostet es auch mehr. Dafür wird aber der Kotflügel mit Eigenbeteiligung überhaupt nicht repariert. Das Auto wird nicht mehr gefahren in Deutschland. Es muss sofort für 1.000 Euro der Kotflügel repariert werden. Mhm. Aber für ein gutes Essen, auch im Einkauf, das haben Sie jetzt gerade gesagt, wird viel zu wenig Geld ausgegeben. Ist ja alles nachweislich, dass die Deutschen für Lebensmittel sehr wenig von ihrem Gehalt ausgeben. Das ist seit vielen zig Jahren rückläufig. Und man denkt es immer nur, dass das Sachen teuer sind. In Wirklichkeit sind sie nicht teuer. Man muss einfach bereit sein. Und da möchte ich eben immer, da plädiere ich immer dafür, im normalen Leben auch mal besondere, schöne, frische Produkte zu kaufen. Kochbücher gibt's genug und sich der Kultur des Essens, ja, öffnen und einfach wissen, dass das ein Kulturgut ist. Gutes Essen und gutes Trinken. Wir sind inzwischen umzingelt von
guten Wein, auch in Franken. Und das gehört eigentlich zur täglichen Kultur. Und zur Kultur gehört, dass man sich dazu Zeit nimmt. Jeder von uns hat jede Woche 168 Stunden Zeit. Jetzt überlegen Sie mal genau, wie viel Sie dafür Lebensmitteleinkauf und Lebensmittelzubereitung wirklich verwenden. Ich würde mal sagen, relativ wenig wahrscheinlich, gefühlt. Die meisten kochen nicht mehr, die meisten wärmen auf zu Hause, oder? Kann man das sagen? Ja, das ist der Erfolg der Convenience-Industrie. Ja, die Lebensmittel werden verformt, die Lebensmittel werden vorbereitet und dadurch nimmt man sich einfach zu wenig Zeit. Ein kleiner, guter Trend ist seit Jahren jetzt, dass die Wände zwischen den Küchen und dem Esszimmerplatz wieder wegfallen. Also das heißt, die Familie kann wieder zusammen kommunizieren, weil man weiß ja, dass die Hausaufgaben nicht am schönen Designerschreibtisch im Kinderzimmer gemacht werden, sondern am Esstisch. Das ist positiv, aber die Menschen werden sich durch die Macht der Lebensmittelindustrie, die mit vehementer Werbung und mit den Leuten Zeit sparen. Wir sind ja alle Zeitmenschen und werden uns dieser Zeit nicht bewusst und brauchen ein Zeitmanagement-Seminar. Ich bin auch ein Mensch, der immer zu viel zu tun hat, privat wie auch beruflich. Und dass man sich bewusst wird, diese Zeit zu verwenden und das Salat putzen und waschen nicht unbedingt eine schlechte Tätigkeit ist oder lästig sein kann, dass man da einfach ganz gelassen rangehen kann, wie zum Beispiel Gartenarbeit. Und Kochen ist ja auch keine richtige Arbeit, sondern das ist eine Lust. Ja, das kann man sich als Hobby angewöhnen und dann macht einem das immer mehr Spaß. Ja, das Kochbuchregal ist schon in der Küche, dass man sich eingewöhnt. Und man darf auch beim Kochen nicht denken, dass es da zugeht wie in einem klinischen OP, sondern es ist nur sauber und es genügt auch. Alles andere ist völlig übertrieben. Wenn ich merke, dass es alle möglichen Sachen ausgelöst werden, Lebensmittelallergien und alle möglichen Dinge werden auch ausgelöst, weil der Deutsche nicht sauber kocht, sondern rein, ja, alles muss hygienisch sein, überall muss alles desinfiziert sein, die Küchen schauen teilweise aus wie Operationssäle und das ist am Thema vorbei. Ja, wir brauchen Spaß, Lust am Leben, Lust am täglichen Essen, dann ernähren wir uns auch gut, man kann sich früh schnell ein bisschen Obst schnippeln, dann hat man seinen Vitaminbedarf gedeckt und wenn man sich mit frischen Produkten und frischen Gemüsen und natürlich auch mit gutem Fleisch, mit gutem Fisch ernährt, dann ist es undenkbar, dass jemand auf die Idee kam, sogenannte Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Vitaminpräparate zu entführen. Das ist ein Unding. Und da werden aber Milliarden Umsätze gemacht damit. Zweifellos. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, jetzt werden ganz viele da draußen sagen, um Gottes Willen, aber das kommt mich doch total teuer, wenn ich gute Produkte kaufe, wenn ich auf den Markt gehe, wenn ich die Sachen hole. Ist es wirklich so viel teurer, selbst zu kochen? Es ist nicht viel teurer, es ist nur die Arbeit und man gewinnt dann auch die Sachen. Sie müssen gucken, was ist im Sonderangebot. Im Sonderangebot sind immer die Sachen, bei frischem Gemüse zum Beispiel, die gerade in der Saison sind. Ja, wenn das in der Saison ist, kostet die Sachen ganz wenig, weil es muss auch weg, muss umgeschlagen werden. Und es ist ein Quatsch, es ist nicht sehr teuer. Teuer wird es natürlich schon, wenn man den Anspruch hat, sehr gutes Fleisch, sehr guten Fisch und sehr gute Krustentiere und sowas zu haben. Weil die werden, ich sag mal, in Unterfranken sowieso nur bedingt überhaupt angeboten. Ja, also wir in der Sterneküche, das ist auch sowas. Wir kaufen ja fast ausschließlich ganze Fische. Wenn bei uns Jakobsmuscheln auf der Karte gehen, dann kaufen wir die in der Schale. Ja, ich gebe sie dann meinen Lehrlingen zum Basteln mit und habe auch selber was draus gemacht. Also da kommt ein Sack mit 10 Kilo Jakobsmuschel in der Schale und die werden dann ausgelöst. Die halten sich dann auch im Kühlhaus, diese Viecher. Und wenn wir an dem Tag vorbereiten und bereiten eben 14 Stück vor von dem Sack, in dem vielleicht 60 Stück sind, dann am nächsten Tag wieder 14. Also es ist eine ganz sensible Angelegenheit. Man kriegt da Produktbewusstsein und wenn Sie eben im Kühlregal jetzt eine ganze Dorade oder eine Forelle oder einen ganzen Saibling, der liegt ja zum Glück, gibt's den als ganzen Fisch zu kaufen. Und der ist natürlich geschlossen, der hat seine Haut, kann kein Wasser von dem Eiswasser in das Gewebe eindringen, wie bei einem Fischfilet. Ja, und dann kann man entweder im Ganzen machen oder man kann sogar auch üben und kann dann mal den Fisch selber zerlegen. Es ist alles so weit gekommen, dass noch nicht mal ein Mitarbeiter hinter der Fischtheke in einem besseren Supermarkt imstande ist, ein ordentliches Messer zu haben und den Fisch perfekt zu verlegen.
zu zerlegen. Ja, das ist abhanden gekommen, weil es eben alles vorgefertigt wird. Aber wenn der Fisch geöffnet ist, wenn die Luft drankommt, wenn da auch noch Eis aufs Fischfilet geschmissen wird, ohne eine Folie dazwischen, dringt also das Wasser ein und so weiter. Nur das mal zum Produkt. Und beim Fleisch ist es ähnlich. Wir kaufen allererste Ware. Ich mache immer so Geflügelzucht zum Beispiel. Da sind die Franzosen Weltklasse. Wir kriegen sehr viele Sachen aus Perlhühner, Pullaten, Wachteln, Tauben aus Frankreich. Das ist ein Agrarland. Deutschland ist ein Industrieland. Hier wird ja alles zersiedelt und wird ja alles von Gewerbegebieten zugebaut. Und eine hohe Qualität ist gar nicht die Riesenfläche vorhanden, um zum Beispiel hier Geflügel züchten. Ich sehe hier keine Geflügelfarm, wo dann mal 20.000 Viecher rumlaufen. Das gibt's zum Glück. Seit 25 Jahren hat sich da ein bisschen was getan. Plötzlich haben wir nämlich damals, hat sich die Grenze geöffnet. Auf einmal hatte Deutschland wieder Agrarland, weil in den neuen Bundesländern gibt es viel mehr Agrarflächen. Mhm. Und dort gibt's auch viele Sachen inzwischen, kriegen wir auch über diese Importeure. Wir merken es manchmal gar nicht, wo es herkommt. Und aus den neuen Bundesländern, weil sich da eben auch was getan hat. Umfeld Berlin, das ist ja auch die verrückteste Stadt in Deutschland, in der sich auch kulinarisch unvorstellbar viel bewegt hat die letzten 5 bis 10 Jahre. Und da kommen dann oft besondere Gemüse her und besondere Produkte, weil dort sich Leute was einfallen haben lassen und sind als Bauern wieder im speziellen Maße erfolgreich. Dann gibt's die Leute immer hier in der Region, in unserer Main-Rhön-Region, die sagen, ja, das tolle Viech aus der Rhön und das tolle Rhön-Schaf und so weiter, das ist alles schön, gut. Ganz wenig Tiere gibt's da oben. Mhm. Ja. Das ist auch ein kleines Gebiet, die Rhön. Ja, und das Rhön-Schaf, da gibt's ein paar zigtausend. Also die essen ja, die isst ja München schon in einem Jahr weg. Wenn's dann ja, wir hoffen nicht, dann werden sie alle fort. Ja, dann werden sie alle fort, die sind eben noch da. Und ich versuche das an einem Beispiel festzumachen. Die Leute sagen immer, Herr Laun, sagt, warum haben Sie kein Rhönlamm? In der Rhön kann ein Lamm eine gute Qualität heranbringen. Aber keine Spitzenqualität, weil die Spitzenqualität von Lamm weltweit wächst auf Salzwiesen am Meer. Das wächst in Irland, in der Bretagne, in Schottland, da wo das Meer ist, wo das Gras fett, fett, fett ist. Ist übrigens ein mittelalterlicher Ausdruck für richtig fettes, gutes Futtergras ist. Das Gras ist geil. Wieder was gelernt. Jetzt ist es auf der anderen Seite der Gegenentwurf zu dem, was Sie gerade beschreiben, ist das Gewerbegebiet mit dem Discounter, wo 500 Gramm Hähnchenbrustfilet 2 Euro Batsch kosten. Das kann eigentlich nicht funktionieren oder das kann nicht sein, weder fürs Tier noch für das, was danach auf den Teller kommt, oder? Ja, das ist eindeutig so. Braucht man gar nicht zu kommentieren. Ist dann Ihr Appell zu sagen, lieber seltener Fleisch und dafür oder seltener Fisch und dafür dann aber vernünftigen? Ja, eindeutig ist so. Aber das ist auch wieder so ein Wahn, der jetzt, man darf ja überhaupt kein Tier mehr essen. Selbstverständlich gibt's sehr gute Qualität. Man muss weniger kaufen, man muss auf Qualität achten und man muss bitte auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ja, in Deutschland ist ja der Grill auf der Terrasse mit weitaus das Teuerste. Da wird ja ein Grill gekauft für 1.000 oder 2.000 Euro und danach liegt das billigste Fleisch und die billigste Wurst auf dem teuren, edlen Grill drauf und danach wird wieder ewig geputzt. Das ist auch mit den verrückten Küchengeräten, die gekauft werden. Es ist deutsch gut. Wir machen ja auch viel Geld. Deutschland existiert davon und wir kriegen ja da auch unsere Steuern und so weiter und unsere Gehälter davon. Das ist ja auch legitim. Aber was da für Küchengeräte alles in den Küchen stehen, die dann so viel Zeit sparen und da kann man so gut kochen und dann wird aber übersehen, dass man die dann auch alle aufstellen muss, dass sie auch kaputt gehen, dass sie gewartet werden muss und auch geputzt werden muss. Und also eine Schüssel mit einem Hefeteig, die dann gut vergaren ist, die kann man, muss man danach dann trotzdem mühsam mit der Hand spülen, weil ein Hefeteig, der löst sich in der Spülmaschine nicht heraus. Also es ist viel Quatsch dabei und wenn Sie jetzt 10 gute Köche fragen, ich treffe ja Köche und wir haben ja auch unsere Köche und ich kenne ja viele, frage ich dann, sag mal, was hast du eigentlich bei daheim in deiner Küche? Ja, dann sagen sie einen gescheiten Ofen, am besten eine zweite Röhre und sonst gescheite Messer und einen gescheiten Herd und das war's dann in der Regel auch schon. Selbstverständlich braucht man vielleicht einen Pürierstab und ein Fleischwolf, sowas, aber die ganzen Gerätchen, die da gebraucht werden und dann immer gespült werden müssen und immer aufgeräumt werden müssen, ist völliger Quatsch. Spaß macht ein Kochkurs bei uns, da lernt man dann mit einem gescheiten Messer umzugehen und was man mit einem Messer und ein paar Küchengeräte alles wirklich machen kann. Das klingt jetzt nicht so, als hätten Sie einen Thermomix zu Hause.
sage ich mal so überspitzt formuliert. Das ist ja so das Trendgerät. Das ist ja eine Produktwerbung. Was sind wir denn? Das stimmt ja, ne? Ja. Wir können jetzt noch 5 andere Küchenmaschinen herstellen. Aber ich glaube, es ist ja das, was zurzeit in aller Munde ist, ständig besprochen wird. Also eine Küchenmaschine, die gleichzeitig abwiegt und aufwärmen kann. Auch interessant, wie da die Industrie schaltet, ja, wie die Firmen mit viel Geld mit Sicherheit da ihre Finger im Spiel haben. Das ist ein typisches Beispiel, wie die Gerätehersteller die Stiftung Warentest, weiß ich nicht. Ich traue dem Frieden immer nicht so ganz, weil da steckt immer ganz viel Geld dahinter. Es ist grundsätzlich so, dass nichts gegen Geräte zu sagen ist, aber wenn man kein Gefühl für Produkte hat, nutzen alle Geräte nichts. Okay, jetzt richten wir mal die Küche so ein, wie wir sie brauchen, wie Sie sagen, dass es sein muss. Also ich brauche einen vernünftigen Herd. Muss das ein Gasherd sein? Geht da ein Induktionsherd? Geht da ein Ceranfeld? Ist das wurscht? Kein Mensch braucht Induktion. Es ist eine schöne Spielerei. Es geht ein Ceranfeld. Das hat einen Riesenvorteil, dass es immer blitzesauber ist. Auch ich habe zu Hause eine Küche und ich habe auch eine Frau. Und da muss es natürlich in der Küche auch sauber sein. Das sehe ich auch ein. Also ich habe ein Ceranfeld und habe 2 Gasflammen und habe einen ordentlichen Ofen, in dem man alles schön machen kann. Und ich habe ja auch mein Hotel, und falls ich mal wirklich das Hotel nicht hätte und wäre dann täglich zu Hause und würde zu Hause kochen, würde ich mir vielleicht eine 2. Röhre zulegen, sodass man mit verschiedenen Temperaturen arbeiten kann. Ja, dass ich zum Beispiel auch Teller warm halten kann, weil es ist schade, wenn sie zu Hause 6 oder 8 Gäste bekochen und kochen einen schönen Hauptgang. Und dann, das merke ich ja auch, dass dann kalte Teller auf den Tisch kommen. Das ist ja das Schöne in der Gastronomie, dass wir ausgerüstet sind und haben immer perfekte Temperaturen und haben das alles ordentlich gemacht. Deswegen viel Röhre in unterschiedlichen Temperaturen ist nichts anderes wie vor 100 Jahren. Und ein Gefühl fürs Kochen und ein Gefühl fürs Fleisch. Alle Öfen haben heute einen Grill, das ist auch was Schönes. Aber sonst ist ein beliebtes Gerät bei mir noch ein Pürierstab, mit dem man sehr schnell Suppen emulgieren kann und eben sehr schnell was aufmixen kann. Das ist auch eine schöne Sache. Aber sonst relativ wenig. Vernünftige Messer, haben Sie gesagt. Dafür kann man dann aber auch wieder Geld ausgeben. Ja, ne? Für die Messer auch da. Industrie. Ein gescheites Messer, das sind 3-4 Messer. Und da kostet kein Messer mehr als 70, 80 Euro. Und da gibt's wunderschöne Qualitäten eben in diesem gehobenen, aber auch mittleren Bereich. Kein Mensch und schon gar kein Hobbykoch braucht ein Messer für 200 Euro. Das ist Spielerei. Das ist wie wenn ein Jäger 5 verschiedene Gewehre im Schrank hat und erschießt aber immer nur mit einem. Aber trotz allem lieber weniger, also reduzieren, aber dann dafür Qualität. Immer, immer. Das ist immer so. Ich glaube, das ist in allen Lebensbereichen so. Das ist auch, wenn Sie ein paar Schuhe kaufen, kaufen Sie ein paar gescheite Schuhe. Wenn Sie dann schön ausschauen, dann haben Sie jeden Tag Freude und haben Top-Qualität. Es geht um Qualität beim Produkt. Es ist, glaube ich, heute aber auch so, dass die Kinder das ja gar nicht mehr mitbekommen. Ich denke jetzt so, Ihre Generation, meine Generation auch noch mit Abstrichen, wobei bei mir zu Hause war das noch so. Wir haben ja einfach mitbekommen, wie gekocht wurde jeden Tag. Dann durfte man vielleicht als Kind mal selber was kleinschneiden, ob das dann funktioniert hat oder nicht, sei dahingestellt. Aber es man hat halt irgendwie so mitgemacht und alles mal probiert. Dann durfte man mal am Sonntag die Soße selber würzen. Das war für Eltern manchmal herausfordernd, glaube ich. Aber man ist so reingewachsen. Heute kriegen das Kinder ja gar nicht mehr mit, weil einfach gar nicht mehr gekocht wird, oder? Ja, das ist einfach so. Jetzt müssen wir nicht sagen, leider, sondern es ist einfach, die Zeit verändert sich. Das Einzige, was Bestand hat, ist die Veränderung. Und wir müssen die neuen Sachen, es gibt auch nichts gegen teilweise fertig vorbereitete Sachen zu sagen. Man kann ja auch, was ich vorhin gesagt habe, man kann ja auch heute vorgeputzte Salate, also es gibt ja auch ordentlich vorgemachte Frischprodukte. Auch wir bekommen Kenia-Böhnchen geliefert in einer Vakuumdose, die mit Stickstoff begast sind, die schon abgeschnippelt sind. Also es gibt, man kann sich da auch helfen. Natürlich kostet es immer ein paar Euro, das ist klar. Und das muss man neu definieren. Wir können jetzt nicht sagen, die Frauen raus aus dem Beruf, wieder heim in die Küche, Kinderküche, Kirche. Das ist alles Quatsch, sondern wir müssen jetzt neu denken, uns geht's gut, wir haben oft auch schön eingerichtete Küchen, also muss man das als Hobby neu definieren und mit den Kindern zum Beispiel am Wochenende kochen oder mal einen Abend in der Woche sich vornehmen, wo kein Kirchenchor oder irgendeine Veranstaltung ist und wo vielleicht sogar der Vater einigermaßen pünktlich aus der Firma kommt und man sich Zeit nimmt und da sagt, Mensch, toll, mittwochs kochen wir uns was, ja, auf Fränkisch, ja, und das muss man dann
ein bisschen zelebrieren, ja, und dass man dann während der Woche mal ein bisschen im Kochbuch stöbert oder mal wieder ein neues Heft mit heimbringt und dann sagt man, Mensch, das ist jetzt Saison, immer gucken, dass man die früher, also dass man die Saison berücksichtigt und dann, dass man sich vielleicht auch beim Metzger mal, ich sage jetzt mal, was vorbestellt, was einfach vorbestellt werden muss, eine Innerei oder sowas, und dann sagt man, Mensch, zum Beispiel Mittwochabend, das ist unsere Wochenhälfte und das zelebrieren wir und dann nehmen wir uns Zeit und dann kochen wir was. Und dann ist schon viel geschehen, wenn man dann am Wochenende auch nochmal kocht. Wenn die Kinder zweimal in der Woche das mitkriegen, dass gekocht wird und was Produkte sind, dann wäre das ganz eine schöne Sache. Und es wäre auch schön, die Küchen würden auch mal schön benutzt, ne? Das ist ja auch was. Die meisten stehen ja eher so als Statussymbol da, die Küchen. Ja, hat man so den Eindruck, ja. Ne? Werden ab und zu geputzt. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite so, dass man auch so das Gefühl hat, dass so eine Geschlechtertrennung doch wieder da ist, dass so die Frauen diejenigen sind, die den Laden am Laufen halten, die dafür sorgen, dass jeden Tag was auf den Tisch kommt und dass Männer, die kochen, dann dazu neigen, sich da so ein bisschen auf so eine wissenschaftliche Art zu verkünsteln. Ist das so ein Trend, den Sie auch in Ihren Kochkursen bemerken? Das ist allgemein so, ja. Das ist der Mann, der neigt dazu, der muss immer alles konstruieren und muss immer alles erfinden und definieren. Das ist männlich und weiblich, ist nichts dagegen zu sagen. Wenn er es dann tut, soll er es machen. Er muss es aber dann auch ausführen, weil die Verkünstelei kostet wieder Arbeit, Arbeitszeit und Zeit. Kann er gerne machen, das ist alles wunderschön, es ist als Hobby zu betrachten. Ich kann jetzt eine Buchshecke draußen auch schön wachsen lassen und alle zwei Jahre mal ein bisschen an der Form rumarbeiten. Ich kann sie aber auch wie Vorgärten manchmal ausstellen, da muss man genau hinschauen, weil die werden fünfmal im Jahr gestutzt, ja, degeneriert, gestutzt und schauen dann aus, man muss genau hinschauen, es könnte auch aus Plastik sein. Also das kann es nicht sein, man muss da einen Weg finden und wichtig wäre es eben Kinder, ja, dass die Kinder mit integriert werden dürfen und bitte darf der Hund auch mal daneben sitzen in der Küche und schaut hoch und er kriegt halt auch mal was. Deswegen muss er ja nicht gleich mit am Tisch sitzen, dass wir das Leben mal begreifen wieder, ja. Und dann wird man sehen, dann werden das auch schöne Dinge, dann kann man ohne Probleme auch mal Nachbarn oder Freunde zum Essen einladen. Man kommt dann rein und das ist doch eine ganz tolle, wichtige Lebenskultur. Und beim Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, die alten Sätze, da ist doch viel dran. Und da wird auch gesprochen, wird am Tisch gesessen und die Couchgarnitur, die ist ja eigentlich nur zum Fernsehen da, aber man sollte viel mehr am Tisch und in der Küche Zeit verbringen, weil im Fernsehen gibt's auch manche Dinge, die man nicht unbedingt sehen muss. Zweifellos, aber es fängt ja, glaube ich, schon da an, dass die wenigsten Familien heute noch gemeinsam essen. Dass es also wirklich so ist, dass es eine feste Zeit gibt oder so einen festen Punkt, wo man sich verabredet und gemeinsam an einem Tisch sitzt. Das ist ja, glaube ich, eher schon die Ausnahme, ne? Habe ich so den Eindruck, wenn ja. Ich so die Leute beobachte in meinem Umfeld. Deswegen habe ich ja jetzt im Gespräch auch praktisch das zweimal in der Woche Modell entwickelt. Das ja, ist ein nicht, Anfang. Gar nicht den Anspruch des Täglichen. Ja, das Tägliche ist vorbei. Das ist ganz logisch. Also bei uns waren die Omas noch da, bei mir und meiner Frau. Aber wann war das denn? Das waren in den 50er, 60er Jahren. Da waren die Omas nicht berufstätig. Und es ging dann los schon in den 70er Jahren spätestens, dass eben die Omas auf einmal berufstätig waren oder Halbtagsjob. Und dann war schon vorbei mit dem eigenen Garten und da das Gemüse selber anbauen und häckeln und so weiter und so machen und alles für den Winter einmachen. Das hat dann die Industrie auch abgenommen. Das hat aber nichts damit zu tun. Man kann heute sehr wohl sich ein bisschen drauf konzentrieren, als Familie zu kochen und einzukaufen und sich einfach besser ernähren. Man darf nur nicht diesen Anspruch haben, dass immer alles perfekt, pingelig, sauber und gepflegt sein muss. Das geht nicht. Kochen ist ein Handwerk, da fallen ein paar Späne. Und ich sag's Ihnen nochmal, in der Küche, wenn es sauber ist, genügt es. Es muss nicht rein sein. Das ist dieser Wahnsinn. Der Deutsche neigt dazu, Perfektionismus bis zum Exzess. Und Sie können auch mal samstags vor eine Autowaschanlage gehen und können mal 10 Autos beobachten. Ja? Ja, 2 sind saudreckig, dann sind nochmal 2, die sind ein bisschen dreckig und die anderen 6 werden am Samstag zur Autowaschstraße gefahren, weil Samstag ist. Statt mal kocht und einkauft. Das Interessante dabei ist aber auch, dass zum Beispiel Männer, die im Privatleben zu Hause niemals einen Staubsauger berühren würden, mit einer Akribie ein Auto aussaugen können, das ist wirklich fasziniert, oder? Genau, Hammers. Also das ist schon auch eine Faszination. Oder dass man in eine Küche zu jemandem kommt, der ein Holzschneidebrett hat und die Leute haben das Gefühl, man tut ihm eigentlich quasi jetzt schon ins Krankenhaus bringen damit, weil das ja, da sammeln sich ja alle Keime drin und das geht ja gar nicht so ungefähr. Ne? Ja, das Thema hat man heute schon. Ja.
Wir sprechen gleich weiter und werden uns noch ein bisschen mit Esskultur beschäftigen und natürlich auch mit der Frage, was gibt's denn überhaupt so zu essen bei Ihnen? Denn das haben wir jetzt noch gar nicht so, also außer jetzt fermentierten Kirschzweigen, die mich schon als Vorstellung faszinieren. Und da gibt's aber, glaube ich, noch einiges zu entdecken. Und ich glaube, Sie haben uns auch vielleicht sogar eine kleine Idee mitgebracht in Richtung Weihnachten, was man machen könnte, oder? Nicht? Nö? Okay, ja, dann schauen wir mal. Wir gucken mal, ob uns irgendwas einfällt. Jetzt gibt's noch ganz kurz Musik und dann geht's gleich weiter. Zweite Stunde Leute von da und wir lassen hier gerade eine kulturhistorische Tradition aufleben, hat mir der Herr Laudensack erklärt. Es gibt einen Frühschoppen. Ja, und jetzt muss man natürlich so fragen, was haben wir im Glas, Herr Laudensack? Das müssen wir jetzt ganz kurz erklären. Ich muss Sie bloß weg vom Weinglas hin zum Mikrofon bringen. Ja, wir haben im Glas einen Grauburgunder Spätlese aus Ramsthal. Das zählt zum fränkischen Saaletal und ich finde es sehr schön, dass gerade in den letzten paar Jahren, jetzt aktuell auch im Saaletal, was ein schwieriges Gebiet ist, klimatisch nicht so warm wie am Main unten und poröse Muschelkalkböden, die Wasser durchlassen und eben ein bisschen mehr Kälte. Aber es zeigt, mit Know-how und mit sehr viel Fleiß kann man auch da immer bessere Weine machen. Ich muss sagen, bei dem Winzer klappt ja auch die Generationsnachfolge wie verrückt sehr gut oder zum Glück sehr gut. Die jungen Leute waren im Ausland, die waren in Bordeaux, die waren in Neuseeland, die sind gut ausgebildet worden, die Technik ist viel besser geworden. Es wird schneller vergoren, es wird kalt vergoren. Es werden also die Technik und vor allem im Weinberg wird besser gearbeitet. Es wird ausgedünnt, die Blätter kommen raus, dass die Trauben optimal reifen. Also die machen sich wirklich mehr Arbeit und ich gönne auch den Winzern, die sich mehr Arbeit machen, dass sie auch ihren Preis kriegen. Das ist wie beim Biobauern, mehr Arbeit, mehr Ausfall. Es ist schwieriger und der Verbraucher muss bereit sein, dafür ein paar Euro mehr zu zahlen. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ich habe gerade auch mit dem Herrn Schwarz eben gesagt, das ist eine Spätlese, aber es ist eine Spätlese nicht im klassischen Sinn wie vor 20, 30 Jahren, sondern sie ist frisch, sie legt die frisch auf die Zunge. Sie hat aber viel Power drauf von dem Grauburgunder und ist aber nicht schwer, sodass was gerade auch noch zum Frühschoppen gehen kann. Und es ist ja eine lange Tradition, warum nicht am Wochenende einen Frühschoppen machen. Und am Vormittag sind ja die Geschmacksnerven noch ausgeprägter, noch frischer als am Abend. Und warum nicht am Sonntag mal vormittags und gegen Mittag drei verschiedene Weine probieren? Das ist ein Spaß, das ist Kultur, ja. Danach kann man dann immer ein bisschen noch was gleich zum Mittagessen gefrühstückt hat man eh und danach geht man mit dem Hund oder wandert 10 Kilometer und dann hat man abends wieder wunderbar Hunger, wohin zu gehen. Also wie gesagt, auch da ein Lob an die Region. Und genießen Sie die Weine. Und an die Gastronomen habe ich eben den dringenden Aufruf. Und das ist ja das Kreuz der Gastronomie, dass die Speisekarten alle groß sein müssen. Das liegt zum einen an den Gastronomen, die sich nicht trauen, ich sage jetzt mal, 8 Sachen zu kochen. Aber der Gast sollte auch dann die Gewährleistung haben, dass er, wenn er nach 4 Wochen wiederkommt oder nach 2 Wochen wiederkommt, dass von den 8 Sachen vielleicht 4 oder alle 8 wieder gewechselt werden mit der Saison. Also ja, und dann schmeckt's, ja. Und bei uns gibt's wenig auf der Karte schon immer. Das ist natürlich normal. Aber ich rufe eigentlich die normaleren Gastronomen auf. Mit den Hauptgerichten. Ja, Hauptgerichte zwischen 12 und 20 Euro. Da kann man viel machen. Ein ordentlich gedeckter Tisch dazu und eine kleine, aber wirklich ausgesuchte Weinauswahl. Die kann man auch von bis gestalten. Es gibt sehr gute Literweine. Man muss nicht immer den teurer Sachen machen. Wenn Sie sehen, was sehr gute Winzer aus Franken heute noch zum ordentlichen Preis in die Literflasche füllen, da bin ich oft erstaunt, wie gut ein wirklich einfacher Wein, zum Beispiel auch der Müller-Thurgau, inzwischen gemacht werden kann. Jetzt, wenn ich mir das anschaue, jetzt geht Ihre Speisekarte auf 2 übersichtliche DIN-A4-Seiten, hat's aber in sich von dem, was es gibt. Ja. Wollen wir so ein bisschen anfangen? Ja, wir machen so ein bisschen natürlich. Jetzt haben wir sie schon alle zum Wein neugierig gemacht. Jetzt haben wir, zum Beispiel bei uns steht das Wort Jakobsmuscheln und Linsen und da gibt's dann, wie ich vorhin erzählt habe, frisch ausgelöste Linsen und es wird kombiniert mit Linsen und Suppengrün und einem leichten Muschelfond und dazu gibt's als Störer sozusagen, als Interessantes gibt's ein paar Kasslerwürfelchen dazu und es macht eine wunderbare also die Linsen als Erdigkeit, dann so ein bisschen was
Schinkenmäßiges und das zu dieser relativ cremig-würzigen Jakobsmuschel mit einer leicht säuerlichen Soße, die ja wieder den Linsen entgegenkommt. Man kennt ja einen Linseneintopf, wo unbedingt Essig reingehört und das Ganze mit Suppengrün. Also es ist modern, es ist regional mit den Linsen, Suppengrün und bisschen Kassler und dann die kräftig wunderbar fette gebratene erstklassige Jakobsmuschel dazu. Ja, dann steht als nächstes steht zum Beispiel Kalbsbries und Steckrübe. Das Problem ist Wachtel, Kalbsbries, Taube, Lamm. Mag ich nicht. Mag ich nicht, sagt der Gast. Sag ich dann, wann haben Sie denn Ihr letztes Täuble gegessen? Wann haben Sie das letzte Mal Kalbsbries probiert? Ja. Zu 100% der Fälle gar nicht. Ja, also das heißt öffnen. Ja, die Franzosen, die Italiener, die Spanier, die essen das dann auch, was auf der Karte steht. Und da, wenn ein normaler Gastronom, also nicht aus der Sternegastronomie, sowas mal anbietet, dass er mal eine Wachtel anbietet oder was, eine Kombination mit Kalbsbries und ein Stück Fleisch und macht es mit einer guten Soße und mit einem tollen Gemüse, dann muss man es bitte auch mal probieren und nicht die arme Gastronomen dann immer entmutigen und immer nur auf Nummer sicher dem bösen Sprichwort folgen, was der Bauer nicht kennt. Ja, dann gibt's bei uns auch vegetarische Sachen auf der Karte, auch wieder mit Linsen zurzeit was und dann was mit Steckrübe, Quitte, Sauerklee und Kefir in verschiedenen Variationen. Also da gehen wir auch da schöne Wege mit, dass man das mit Milchprodukten kombiniert und Quitte einmacht und dann gibt's Quittentee dazu und dann eingemachte Quitte und das Ganze mit Steckrübe kombiniert. Dann ist bei uns das nächste ist Vadovan, das ist eine Gewürzmischung, aber die wird ganz zart verwendet zu einem Zwischengang, der da heißt Taube und Birne. Ja, eingemachte, dann leicht angebratene Birnen, Taubenbrust, eine kleine gefüllte Taubenkeule, dann auch noch frische Birnenwürfel dazu und eine Pilz-Hollandaise, also aus getrockneten Steinpilzen ein Sud gewonnen und daraus dann eine leichte, ganz schaumig aufgeschlagene Pilz-Hollandaise zur Kombination mit Taube und Birne. Ja, Sie merken, es ist nicht überall nur das teure Produkt im Vordergrund. Ja, Kalbshaxe mit Gremolata, das ist auch eine Gewürzpaste, die man warm macht, selbstgemacht. Dazu herbstliche Gemüse und Kartoffel. Alles natürlich raffiniert zubereitet, aber Kalbshaxe ist natürlich jetzt kein teures Produkt. Kabeljau und Bulgur, ja, auch da zum Beispiel mit einem orangen Zimtsud. Also es ist eine eigene Küche. Ich bin glücklich über meine Leute in der Küche, die ich auch natürlich ausleben lassen. Was will ich denn meinem Küchenchef vorschreiben, was er zu kochen hat? Er ist sehr kreativ und ist auch sehr zeitgemäß. Aber bei uns gibt's natürlich dann den Kabeljau. Da kaufen wir dann ein großes Stück Viech ein und der wird dann enthäutet, alles erst in der Küche und kaufen nicht ein ja leider ausgeblichenes, mit Eiswürfeln noch verwässertes Produkt. Also das Produkt ist natürlich sehr aufwendig. Auch ist zurzeit Lachsforelle mit im Spiel. Und da haben wir einen, ja, es gibt zum Glück, Leute, es gibt einen Züchter bei uns direkt vor Ort, der züchtet Lachsforelle und arktischen Saibling. Und der ist eigentlich von Hauptberuf Restaurator. Eine tolle Type. Spannende Kombination. Kombination, ganz toll. Eine Type, sage ich, aber solche Leute haben hoffentlich auf Dauer eine Chance, dass die Leute auch bei ihm auf dem Hof zum ordentlichen Preis seine Produkte kaufen. Ich wünsche dem all, und von dem werden wir auch ständig beliefert und machen auch Variationen. Um den Leuten auch das nahe zu bringen, mache ich zum Beispiel, ja, als Hobby oder ich weiß es nicht, ich mache in fränkischer Tracht eine kulinarische Stadtführung alle paar Wochen. Das ist ja eine spannende Idee. Und da gibt's an drei Stellen was Feines zu essen. Und an drei Stellen Wein. Also es ist auch eine Weinvorstellung dabei. Und es werden die schönsten, größten, besten Veranstaltungsräume in Deutschland präsentiert. Nämlich das ist von Max Littmann, von dem Architekten, der aus München in Kissingen mal bauen konnte. Wandelhalle, Regentenbau, Grüner Saal, Weißer Saal, Schmuckhof und die ganzen Säle. Und wer es noch nicht durchgelaufen hat, der schaue bitte ins Internet. Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung. Aber es gibt dort zum Beispiel dann auch von uns gemacht, eine tolle Vorspeise, eine Kombination, eine raffinierte, leichte, frische Sache mit fränkischer Lachsforelle von dem Züchter hier. Und dann ziehen wir weiter durch die Stadt in eine historische Weinstube, da gibt's Blauzipfel und dann geht die ganze Meute zu uns ins Hotel und da, kommt zu uns ins Restaurant und dort präsentiert unser Sommelier Thomas Hüttel
ein gestandener autistischer Mensch. Jetzt habe ich authentischer Mensch, wollte ich sagen. Oh je, jetzt gibt's ja aber nicht. Aber es kann ja auch, gerade wenn er Fachmann ist, kann es ja auch autistische Züge annehmen. Und der stellt dann dazu einen fränkischen Dessertwein. Also eine tolle Sache, auch mal so ein bisschen reinzukommen, das Ganze zu verbinden. Das Ganze dauert lang, aber die Leute sind nie gelangweilt und sind immer begeistert. Und dann kommen sie zu uns und kriegen ein tolles Dessert. Da wollte ich jetzt gerade einhaken, wenn ich das sehe. Ich lese hier Dessert auf der Karte und dann steht beim Dessert Marone und Sellerie. Ja. Jetzt ist der Sprung beim Dessert zum Sellerie eigentlich ein relativ weiter gefühlt erstmal, ne? Erstmal nur gefühlt, aber wenn Sie wissen, Sie nehmen jetzt zum Beispiel den rohen Sellerie oder Sie kochen den bloß ein bisschen Wasser ab und dann machen Sie die Augen zu und zerkauen den Sellerie. Kauen Sie mal lang drauf, dann merken Sie, der wird süß. Das ist ein Wurzelgemüse, was Dextrine drin hat und kohlenhydratig ist und dadurch hat er eine Süße in sich. Und Jan Arnold, also drei Leute, Frederik Desch, der Küchenchef, dann der Sommelier-Oberkellner, authentisch vom Land. Ja, wir sprechen auch ganz bewusst nicht genaues Schriftdeutsch und der kommt sehr gut an. Und das ist ein Mensch, der wirklich die Weine zu jedem Essen aussuchen kann. Und ich freue mich, dass es eben in Franken sich auch einiges tut, dass zu diesen etwas ausgefallenen, etwas komplizierten Essen auch immer mehr gängige Weine, weil ein leichtes Silvanerle passt oft nicht zu solchen komplexen Gerichten. Ja, und Jan Arnold, das ist der aus der Rhön, auch der im Noma in Kopenhagen war, der stellt jetzt bei uns mit sehr viel Akribie und so weiter diese tollen Desserts her. Und die Gäste sind zu 98% begeistert. Und das ist eine hohe Quote, würde ich mal sagen. Absolut. Jetzt haben wir es gerade schon vom begleitenden Wein gehabt. Wie geht's Ihnen denn gefühlt, wenn jetzt jemand ins Restaurant kommt, bestellt bei Ihnen ein Menü und sagt dann, ja, und dazu hätte ich jetzt gern eine Apfelschorle oder eine Cola Light. Kriege ich die bei Ihnen überhaupt? Ja. Oh, da war ein Zögern im Mittelteil. Ja. Ja. Gibt ja die Leute, die sagen, nee, Alkohol, ich will eine Johannisbeersaftschorle, ne? Ja. Aber wir gehen diesem Trend nicht, das gibt's alles, aber wir gehen dem Trend jetzt nicht hin, zu, dass wir dann versuchen, ganz tolle Säfte oder sowas zu machen. Ich finde einfach, das Leben ist zu kurz, dass man nicht genießen kann und auch mal einen Wein trinken kann. Und Alkohol ist nichts Schlimmes, alles in Maßen genossen. Es wird alles derartig verteufelt und ich finde es eigentlich schlimm. Ich bin persönlich Nichtraucher. Ich bin in einem Wirtshaus auf die Welt gekommen, müsste vom Passivrauchen schon halb tot sein. Ja? Als Kind immer nur oben war die Wohnung und unten haben sie gepafft und gequalmt, 7 Tage in der Woche. Und das ist alles Quatsch. Alles in Maßen genommen. Wichtig ist, dass wir uns auch genug bewegen, dass wir frisches Obst und frisches Brot und gescheit uns ernähren. Und alles andere ist übertrieben. Ich finde es ein Jammer und ich glaube, das ist auch ein Deutschtum, dass wir alles so übertreiben. Sicher kann man alkoholfrei leben, aber man muss auch aufpassen, dass man ein Getränk findet, was gut dazu passt. Wein ist eine 1000 Jahre alte Kultur und passt einfach wunderbar zum Essen. Und Biere sind jetzt auch modern, die passen eher zu rustikalem Essen. Es hat alles seine Berechtigung, aber sehr wohl bekommt man bei uns auch alkoholfreie Getränke und wir empfehlen auch was und wir mixen auch mal was. Aber das ist nicht unsere Welt. Wir arbeiten schon klar unsere Thematik heraus und wollen eigentlich, dass die Gäste dann den optimalen Genuss haben. Und der optimale Genuss zu diesem Essen ist der von Thomas Hüttl optimal ausgewählte Wein. Und dann kommt erst die richtige Begeisterung aus. Man kann auch im Theater sagen, es hätten sie auch ein bisschen anders spielen müssen. Ist alles Quatsch. Ja, wir machen unser Ding. Muss ich eigentlich heute noch, wenn jetzt Ihr Sommelier mir einen Wein empfiehlt und diesen Wein an den Tisch bringt. Gut, jetzt tun wir uns heute leicht, weil der Boxbeutel, der hier steht, hat einen sehr praktischen Schraubverschluss. Was ja überhaupt nichts mehr zu sagen hat, weil ja viele Leute mal denken, es muss ein Korken drin sein, dass was ist. Dann muss der Wein zelebriert probiert werden. Dann sagt der Gast vielleicht, der korkt. Was machen Sie jetzt, wenn Sie dem Gast aus so einer Flasche einen Wein eingeschenkt haben und der behauptet jetzt steif und fest, der korkt? Hat der Gast dann recht? Der Gast hat recht, weil er hat eine Ahnung und man riecht es und wir können sofort identifizieren, weil wir riechen es. Ja, man muss noch nicht mal probieren. Kork im Glas ist stärker zu riechen als zu schmecken, also ein leichter Korkton und dann kommt er weg. Und dann müssen wir weitersehen. Also ich reklamiere den dann auch bei unserem Lieferanten und kriege den in der Regel ersetzt. Das ist so ein, aber eigentlich bin ich dafür, dass es keine Korken mehr gibt. Aber ein Champagnerkorken, der ein bisschen plopp macht, ist was Schönes und hat was mit Sinnlichkeit zu tun. Und das ist ja das Ganze, worauf ich mein Leben stelle, dass die Sinnlichkeit und der Genuss,
Das ist 7 Tage in der Woche Gebot. Ja, wir brauchen kein Selbstfindungsseminar und ein sich selber jeden Tag wertig fühlen. Man muss das alles zusammennehmen und wenn Sie abends die Äuglein schließen, sollte an diesem Tag auch Genuss mit dabei gewesen sein. Wir haben alle unseren Beruf zu machen, wir haben alle unsere Probleme, aber der Genuss und der Humor, der darf nie aus einem Tag ausgeklammert sein. Spannend auch, als nächste auf der Karte ist Käse vom Wagen. Und da steht dann drunter Käse von Maître Affineur Waldmann aus Erlangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum muss jetzt Ihr Käse aus Erlangen kommen? Und die zweite Frage, für die, die es nicht wissen, was ist eigentlich ein Affineur? Ja, also der Käsebauer macht seinen Käse und versucht ihn dann fertig zu machen erstmal und versucht ihn dann gut zu verkaufen und gibt damit dann auch das weitere Risiko an den Kunden ab. Und dann schaltet sich ein Käsehändler ein. Und dieser Käsehändler, der schmeißt ihn nicht in die Theke und versucht ihn zu verkaufen, sondern das ist eine Kunst für sich, den Käse dann zum optimalen Reifungspunkt zu kriegen. Selbstverständlich gibt es auch Käsebauern, die dies tun, aber die müssen natürlich dann auch so den Verkauf so steuern können, dass er dann auch wirklich optimal weg ist. Ein Affineur, französisches Wort, ein Käsereifer auf Deutsch. Das Tolle ist, dass zufällig aus Mittelfranken erst einer der ersten Käsereifer in Deutschland ist. Das ist ein Mittelfranke, also sehr toll. Das ist ja und dieser beliefert uns mit perfekt gereiften Käse. Wenn wir wollen, zweimal die Woche, ist es alles überhaupt kein Problem. Und es ist toll, das zu erleben. Er arbeitet mit, ich glaube, 96% Rohmilchkäse. Das müssen wir auch wissen. Und die verändert sich natürlich. Und wenn Sie einmal nur das Ganze einfach festmachen. Sie kaufen einen normalen Camembert schon für Geld, der aus pasteurisierter Milch ist. Und dann kaufen Sie sich einen Rohmilch-Camembert. Dann bringen Sie die beide auf optimale Temperatur, also auf 18 Grad. Mhm. Und lassen die wirklich dann mal ein paar Stunden dort auf dieser Temperatur stehen. Und dann gehen Sie los und mit verbundenen Augen und riechen erstmal und dann schmecken Sie erstmal. Und dann werden Sie erleben, was Käse sein kann. Das ist eine tolle Welt. Bei uns auch im Laden ist ja auch was Schönes. Wir bilden ja einen Beruf aus, der das feine Dienen, also Gastgebertum, Gastgeberschaft, feines Dienen lehrt und zu einem hohen Erlebnis werden lässt. Und es ist schön, dass es immer wieder junge Menschen gibt, die wir dazu verleiten können, diesen Beruf zu ergreifen mit seinen etwas schlechten Arbeitszeiten am Wochenende und am Abend. Aber bei uns können die Auszubildenden schon, wenn sie ein halbes Jahr oder ein Jahr da sind, dürfen dann den Käsewagen fahren. Das ist ein hoher Anspruch, weil da sind 15 Käse drauf und dann muss man ein bisschen was über Käse wissen. Und es geht natürlich über Probieren und über Schmecken. Und das macht sehr viel Freude, dann die jungen Leute zu sehen, diesen Beruf auszuüben. Dass man in diesem Beruf natürlich auch Besteck polieren muss und Gläser abtrocknen muss und Kühlschränke auffüllen muss, das ist klar. Aber mit dem Oberkellner dürfen bei uns zum Beispiel 2 Lehrlinge im vollbesetzten Restaurant den Abend zum Erlebnis werden lassen. Und es sind solche tolle Gäste da, feinschmeckerische Gäste und auch Gäste, die nicht so viel Ahnung haben. Und denen was darüber zu vermitteln, was wir für einen wunderschönen Beruf machen, der auch eine gewisse Show beinhaltet. Und wirklich, unser Beruf ist Lust und Sinnlichkeit bei den Menschen im Restaurant und auf dem Tisch zu erzeugen. Ich weiß gar nicht, was es Schöneres geben kann. Und das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe jetzt wirklich schon viele Jahre das gemacht. Und meine Frau ist studierte Pädagogin und uns macht's nach wie vor Spaß, den jungen Leuten wirklich das einzuimpfen, was es bedeutet. Und ich glaube, so mancher, wenn er dann weitergegangen ist, oder manche gehen dann raus aus dem Beruf und gehen dann ins Studium, aber ich glaube, sie haben dann zu Hause eine gastgeberische Essenskultur entwickelt und werden es das ganze Leben lang weiter behalten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auf der anderen Seite, aber jetzt gerade auch unter Ihren Gästen oder potenziellen Gästen, welche gibt, die vielleicht im Vorfeld auch ein bisschen, sage ich mal, so eine Schwellenangst haben vor einem Sterne-Restaurant. Die sagen, ich weiß nicht, was soll ich anziehen, ich weiß nicht, wie muss ich mich benehmen, ich habe Angst, ich kann selber den Wein nicht aussuchen, ich weiß jetzt nicht, Rotwein, Weißwein, Batsch, was nehme ich da und traue ich mich daran oder gehe ich dann doch wieder woanders hin? Wie kann man den Menschen diese Angst nehmen? Was muss ich mitbringen, um bei Ihnen zu essen? Ja, leider, ja. Wir hier in der Region, da vermisse ich ja wirklich auch, dass die Leute sich trauen.
brave fränkische Region. Hier sind ja die Menschen auch so glücklich. Ich sage, manchmal müssten sie auch ein bisschen frecher sein, ein bisschen nicht mehr trauen, dann wären sie vielleicht ein bisschen weniger glücklich, aber dann danach umso glücklicher. Ja, also diese Schwellenangst ist sehr schade. In den Städten gibt es viele Beispiele jetzt, aber erst jüngst, dass man Gourmet-Restaurants völlig leger macht. Man geht in alte Fabrikhallen, ja, und macht keine Tischdecke, wohl aber eine Stoffserviette, macht es total leger, ja, die Kellner laufen mit einer Kappe rum und es gibt trotzdem solches Essen wie bei uns auf dem Teller. Mhm. Ja, leider nicht auf dem Lande, würde auch vielleicht ein bisschen missverstanden, aber das hemmt die Schwellenangst total, nimmt die runter, ist aber leider städtisch und ich vermisse zum Beispiel hier in Franken, zum Beispiel in Würzburg solche, ein, zwei solche Läden, wenn ich mal sagen müsste, die wirklich eine gehobene Küche machen, nicht den riesen Aufwand treiben. Und dann dadurch in Würzburg, was ja ein bisschen Stadt und auch Studenten hat, die Leute da zu dieser Küche hinführen. Das ist leider so. Deswegen bin ich glücklich über diese kulinarischen Stadtführungen. Da ziehe ich dann alle mal über die Schwelle, die das buchen. Und dann rede ich auch mit denen übers Essen und dann tut sich da was, dass die Leute... Es ist ein Fehler zu denken, dass da irgendwas kompliziert ist im Restaurant. Wir sind ganz normale Leute, aber natürlich haben wir einen gewissen Anspruch, so wie im Theater sind ja auch die Lampen tiptop geputzt und es ist alles blitzeblanke und es ist alles schön und wird gemacht. Es gehört ja auch zu einem festlichen Auftritt, den wir damit vermitteln wollen, weil man geht ja in so ein Restaurant, wir sind ja auch kein Restaurant für jeden Tag, aber sehr wohl ein Restaurant für zweimal im Jahr. Und das ist immer so schön und ich freue mich immer total, wenn junge Leute da sind. Da erinnere ich mich an die Zeit zurück, als ich mit meiner Frau damals, wir waren ganz jung und sind in solche Restaurants gegangen. Wir wurden schon teilweise von einem über 50-jährigen Oberkellner damals bis mir euch erlebt es. Und ich freue mich immer, wenn junge Leute da sind und dann lauere ich denen so ein bisschen auf und komme an den Tisch und rede mit denen und dann freue ich mich, dass sie da sind und erkläre denen auch alles, wenn sie Fragen haben und frage sie eigentlich, ob sie Fragen haben, weil ich da ist eben das Tolle. Und es soll sich eigentlich jeder nicht nur immer irgendwelche Geschenke im Internet und noch was Materielles kaufen, was man irgendwo hinstellt in das schon eben volle Regal, sondern soll sich wirklich mal am Kennenlerntag oder überhaupt, wenn man sich erstmal kennenlernt, mal vornehmen, jetzt hau ich mal 200 Euro auf den Tisch und geh mal zum Laudensack oder eben in ein anderes Sternerestaurant. Und dann werden sie erleben, wie locker und wie schön und wie gut man da aufgenommen wird, ohne irgendwelche Vorurteile und es wird einem alles erklärt. Und man soll auch Fragen stellen, weil wie, was, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, denke ich, die Leute, die wahrscheinlich aus ganz Deutschland oder ganz Europa zu Ihnen kommen, die so einen Sterne-Restaurant-Tourismus betreiben. Das ist natürlich auch Herausforderung für Sie dann wahrscheinlich, ne? Ja, wunderbar. Ja, das ist so wie der berühmte Blackie hat mich schon gefragt, wie ist es mit den Testern? Und so gibt es auch wirklich sehr geübte Gäste. Und wir haben natürlich hier aus der Region auch eine paar Handvoll sehr geübte Gäste, die mir dann ständig, Hermann, da musst du mal hin, ich war jetzt wieder in Südfrankreich, Hermann, ich war jetzt wieder in Kopenhagen, Hermann, ich war jetzt wieder in Berlin. Das sind geübte Esser. Sehr spannend, sehr interessant, aber wir sind auch sehr glücklich über diese Menschen. Also am liebsten hätten wir jeden Abend 10 von denen. Und die wirklich überall rumkommen und das zu ihrem wirklichen Hobby gemacht haben. Der eine fährt auf 4 Jazzfestivals im Jahr, der andere muss unbedingt in 12 Opern und nur wenn man zum Beispiel dann mal in 20 Sterne-Restaurants gegessen hat, dann bekommt man richtig Ahnung langsam, ja. Und das ist natürlich interessant, sich mit den Gästen zu unterhalten, die erzählen anderen was, die unterhalten sich mit unserem Thomas Hüttl. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Atmosphäre. Und das färbt auch auf die Nebentische ab dann. Und dann gehe ich manchmal ins Restaurant und dann hocken dann 6, 8 solche Menschen, die sich ein bisschen auskennen im Restaurant und das ganze Restaurant wird erfüllt von dem Glanz von allen Äuglein, die da strahlen und dann war es eine tolle Atmosphäre. Weil Sie das gerade gefragt haben, die Atmosphäre tritt immer auf, wenn auch solche Leute da sind. Ich glaube, wir, also ich und das ganze Team ist dann auch höher motiviert, weil das ist so, wie wenn sie Musiker sind und spielen vor und toll, da drin sitzen jetzt Leute, die was vom Klavierspiel verstehen und am besten auch noch ein Tester. Und den Tester... Das wäre die Frage, wie erkenne ich denn den Tester? Weil das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Ja, also das werde ich natürlich immer wieder gefragt, Herr Laudensack, wie ist denn das mit den Tester? Ja,
Und wir werden natürlich von den ganzen Führern mindestens einmal im Jahr getestet. Jetzt bin ich ja heute hier, weil wir 23 Jahre den Michelin-Stern haben. Mhm. Das ist eine französische Reifenfirma, die zweitgrößte auf der Welt, die also in Reifen für alles Mögliche macht. Und ich behaupte mal so salopp, dass es die einzige Testerriege ist, die seriös ein riesiges Land wie Deutschland testen kann. Das kostet ein Vermögen. Ja, diese Leute müssen rumfahren, die müssen testen und die müssen ja auch normalere Restaurants testen und die müssen Hotels anschauen, weil der Michelin ist nicht nur ein Restaurantführer, ist eigentlich ein Hotelführer und testet auch Restaurants. So rum. Und ich kenne die nicht und die wechseln auch. Früher waren die sehr konstant, da hat man mal einen gekannt. So, und der Blackie hat mich gefragt, sagen Sie mal, wie ist denn das? Ja, und aber man hat Erfahrung, man riecht es und ich hab's. Ein Tester kommt auch ins Restaurant, er ist äußerst präsent und er stellt manchmal auch kleine Fangfragen. Und er fragt auch beim Wein anders. Und dadurch testen wir ihn auch ein bisschen gegen. Und ich bin inzwischen so selbstbewusst, dass ich keine Angst mehr habe. Ich freue mich eigentlich, wenn einer da war. Wir machen keinen Aufstand. Nichts wird. Wir ziehen die Zügel stramm, das ist klar, das wäre sonst unnormal. Aber nichts wird extra gemacht. Also ich habe schon in früheren Zeiten Sachen gehört und erlebt, wenn da so ein Tester reinkommt, dass dann, was weiß ich, alles nochmal überdacht wird und alles nochmal perfekt gemacht. Das haben wir nie gemacht. Ich habe auch noch nie irgendjemand eingeladen, übrigens auch kein Kommunalpolitiker, zu irgendwelchen Jubiläen. Ich bin mir da treu geblieben, wer zu uns kommt, der bezahlt das. Und es sind ja auch oft Leute, die eingeladen werden und es bezahlen können. Da bin ich mir nie untreu geworden und bin trotzdem erfolgreich. Der Tester kommt, er ist freundlich, stellt ein paar Fräglein und geht. Ja, manchmal, wenn er dann geht, verabschiede ich ihn. Pass auf, wenn er geht. Und dann sage ich, sagen Sie mal, könnte das nicht sein, dass Sie in Karlsruhe Ihr Geld verdienen? Dort ist nämlich die Redaktion von Guide Michelin. Und dann also haben schon manchmal ein Michelin-Tester mich gesagt, also wenn Sie schon gleich so sagen, dann können wir uns auch jetzt kurz unterhalten. Fair ist auch, dass Sie manchmal dann in einem anderen Hotel übernachten und am nächsten Tag anrufen und um kurzen Termin bitten und dann wird nochmal besprochen und werden nochmal die Daten vom Restaurant durchgegangen. Das ist natürlich dann eine faire Nummer, ne? Das ist eine faire Nummer. Wie ist es denn überhaupt vom Gefühl her, wenn es jetzt passiert, dass irgendeine Kritik auch kommt, wo man vielleicht auch denkt, Mensch, der hat das auch nicht richtig verstanden, was ich da machen wollte, was ich erreichen wollte oder so. Wurmt einen das manchmal auch? Selbstverständlich. Wenn einen das nicht wurmen würde, wenn ich heute nicht ein bisschen aufgeregt gewesen wäre, gestern Abend schon, weil ich heute hier bei Blackie Gast sein darf. Ernsthaft, das haben wir geschafft, das hätte ich nicht gedacht. Das haben sie geschafft, ja. Und das gehört auch dazu. Und das ist wichtig, ja. Und das, wenn einen das nicht wurmt und jeder Text, es gibt ja noch einen anderen kritischen, bekannten Führer, den Gomillot, und der schreibt ja lange Texte. Und da ist man natürlich, filtert man schon jedes Wort und es gehört einfach dazu. Was man dann daraus macht, ist man berücksichtigt das, man versucht dahin zu arbeiten, aber es ist schon so, dass man das beherzigen sollte. Es steht in den Führern 80% Wahrheit. Also es ist nicht so, dass es jetzt vielleicht Tester gibt, der jetzt aus irgendeinem Grund, dem an dem Tag eine Laus über die Leber gelaufen ist und der einen dann in den Boden schreibt oder so. Das gibt's nicht. Wenn die Qualität, das Produkt und die Qualität auf dem Teller stimmt, dann sagt er kein Wort, wenn der Wein mal nicht perfekt temperiert war. Ist es ja so, dass Sie irgendwann die Entscheidung getroffen haben, okay, ich gehe in die Sterne-Gastronomie. Jetzt haben Sie meines Wissens nach kochen gelernt in einem Sanatorium. Ja. Das ist also etwas, wo man jetzt ungewöhnlich, ja, wo man jetzt auch sagen würde, da wird jetzt nicht unbedingt sternemäßig gekocht, sondern magenschonend. Es war so, dass meine Eltern brav mich halten wollten, damit ich den elterlichen Gasthof mit Zimmern in den 70er Jahren in Bad Bocklet brav übernehmen wollte. Und Vater-Sohn-Beziehungen sind ja weltweit manchmal ein bisschen spannend. Spannend. Ja, auch ich habe Töchter und einen Sohn. Es ist mit dem Sohn spannend. Und so hat er mich dahin gelenkt und haben sie mich dahin gelenkt. Ich habe mich auch lenken lassen und ich bin überglücklich, dass ich dann einmal ausbrechen konnte und konnte dieses Lautensacks Parkhotel Beauty Spa in Bad Kissingen dann gründen, konnte mein Ding machen und es geht mir dabei sehr gut und ich bin froh, dass ich gesund bin und dass ich diesen Drive habe, die Leute in meinem kleinen Unternehmen zusammen mit meiner Frau
liebevoll zu motivieren und einfach aus dem, dass ich eigentlich nur Koch gelernt habe, trotzdem was geschafft habe, auf eigenen Füßen, ohne großes Sponsoring, ohne irgendwas im Rücken, zu verwirklichen. Und darüber bin ich dankbar und überglücklich. Gehört natürlich auch Mut dazu, weil auf der anderen Seite war das Hotel, als Sie es übernommen haben, ja nicht auf dem Level bei weitem, auf dem es heute ist. Das heißt, Sie haben erstmal kaufen müssen, gewaltig Geld reinstecken müssen und dann natürlich auch diese Energie und diesen Ehrgeiz haben müssen, zu sagen, okay, ich versuche jetzt einfach, mich da an den Stern ranzukochen. Jawohl, das war so. Und genau genommen ist es auch heute noch so. Ja, früh aufstehen, sich schütteln und auf geht's und wieder das Beste drauf machen und heute ist dein bester Tag. Jetzt gibt's auf der anderen Seite von Ihnen aber auch das Zitat, dass Sie keinen zweiten Stern haben wollen. Weil das wäre jetzt dann so, man könnte ja dann so jetzt sagen, okay. Was der Blecki alles weiß hier. Ich bereite mich so rudimentär vor auf solche Sendungen. Rudimentär, ein schönes deutsches Wort. Ja, genau, das ist eine andere Nummer, wobei sich jetzt in den letzten Jahren in Deutschland viel getan hat mit zweiten Sternen. Es gibt in Deutschland im Moment nach meinem Wissen 11 Drei-Sterne-Restaurants und glaube ich 36 Zwei-Sterne-Restaurants. Jetzt gehen wir aber 15 Jahre zurück, da hatten wir auch schon einen Stern. Mhm. Da gab es in Deutschland 3 Dreier und 12 Zweier. Mhm. Also da in diesem oberen Bereich, im vorderen Bereich der Bundesliga sozusagen, hat sich gewaltig viel getan. Wir sind jetzt auf französischem Niveau und der Guide Michelin ist Français, ja, also das sind Franzosen. Und dort hatten die Leute schon immer gesagt, vor 15 Jahren haben schon Leute zu mir gesagt, Lautensack, wenn du in Frankreich wärst, hättest du längst einen zweiten Stern. So, das war der Aussage von da. Es hat sich viel getan und ich bin glücklich darüber, dass es so ist. Aber der zweite Stern ist auch jetzt noch eine höhere Nummer. Das heißt, es ist mehr Aufwand, es wird mehr Aufwand auf den Teller getrieben, es ist auch ausgefallener und es wird mehr geboten, die Weinkarte ist größer und es gibt aber inzwischen auch Ausnahmen und diese Ausnahmen im Zwei-Sterne-Bereich sind die, wie zum Beispiel in Franken eins, es gibt in Franken ein Zwei-Sterne-Restaurant, das Essigbrätler in Nürnberg, die kochen total hypersensibel Gemüse, haben da Geschichte gemacht, haben Bücher gemacht. Das sind hypersensible Künstler und die machen das aber auch in Nürnberg. So, und sie haben auch kein Hotel. Und wir haben jede Menge Mitarbeiter und haben ein Hotelkonzept und müssen schauen, dass alles zusammengeht. Also, ich behaupte, ein 2- und 3-Sterne-Restaurant hat entweder einen Sponsor, oder es ist eine Großstadt mit günstigen Bedingungen und kann dann seine Kunst ausspinnen. Bei fast allen 2- und 3-Sternen steht irgendein anderes, nicht in der Gastronomie oder in der Hotellerie verdientes Geld dahinter. Oft sind es auch große Hotels. Beispiel Harald Wohlfahrt, der längste 3-Sterne-Koch in Deutschland. Traube Tonbach, ein Hotel mit 300 Betten. Mhm. Auf höchstem Niveau. Also dann ist es dem egal, ob die da viel Geld verdienen oder nicht. Also das ist eine andere Nummer. Und wären wir mal froh, dass wir Franken hier in der Region, dass es uns bewusst würde, jeden Bürgermeister, jeden Landrat, jeden Kurdirektor, was wir hier haben, dass wir in Kissingen im Franken-Saale-Stück, die Frau Bischof, die Stabsbennerin, war jetzt vor kurzem hier in der Sendung, dass wir in dieser Region, in der Südrhön, an der Saale, in diesem Weingebiet, ein Sterne-Restaurant haben und wären alle stolz darauf und würden sogar auch mal alle paar Jahre hingehen, wäre die Welt in Ordnung, weil es ist was ganz, ganz Tolles. Die Leute reisen aus ganz Deutschland ständig zu uns und es gibt fast keine Woche, wo nicht mindestens im Hotel 5 verschiedene europäische, ausländische Gäste übernachten. Und die haben Ahnung. Und wer als Tourist durch Deutschland reist und auf einen Stern hinreist, der ist ein geübter Esser, der weiß das zu schätzen und der weiß auch, dass es die günstigsten Sterne-Restaurants auf der Welt gibt's in Deutschland. Warum ist das so? Weil die Deutschen brav sind, weil die Deutschen fürs Essen kein Geld ausgeben wollen. Und danach richten wir uns leider. Auch der Harald Wohlfahrt, dieser berühmte Mann, hat im Vergleich zu seinem Renommee und zu Frankreich und zu New York und zu Tokio günstige Preise. Dort in Paris
kostet ein großes Menü mit 10 Gängen locker über 200 Euro. Und bei ihm kostet es deutlich weniger. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt essen gehen? Also zum einen, können Sie es genießen oder analysieren Sie es die ganze Zeit? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wo gehen Sie hin? Gehen Sie jetzt dann auch nur in 2 Sterne aufwärts? Also natürlich gehe ich in Sterne-Restaurants, am liebsten in 1-Sterne-Restaurants, auch mal in den 3ern. Es kommt aber was anderes. Ich gehe ja jede Woche essen. Also ich gehe allein hier in der Region 1 bis 2 Mal in der Woche essen. Und das ist ja das Hauptanliegen für die Region. Und da liegt die Riesenchance. Wir sind mitten in Deutschland. Die Rhön ist ein verträumtes Ländlein mit wenig qualitätvoller Gastronomie, mit wenigen qualitätvollen, schönen, gut gemachten Gästezimmern mit gutem Frühstück. Und das ist mein Anliegen. Ja, ich bin ja jetzt schon sehr, sehr lange hier. Und das ist normale, gute Gastronomie mit gut gemachten Gerichten, mit kleinen Speisekarten, mit ordentlichen 3, 4 Vorspeisen, 5 Hauptgerichte und die wechselnd, dass da eine Kultur entsteht, dass man da gute Weine aussucht von den guten fränkischen Winzern und dass man da wirklich was macht und da den Gast trifft. Aber der Gast muss bereit sein, auch Sachen zu probieren. Der Gast muss sich auf den Koch einlassen. Das heißt, Ihnen ist jetzt der Gast am liebsten, der kommt und sagt, empfehlen Sie mir was oder kochen Sie mir was Schönes. Ja. Oder der jetzt aus den Menüs, die Sie anbieten, so Ping-Pong sich was selber zusammenbaut irgendwie. Mir ist der Gast am liebsten, der das Menü nimmt. Der will die Inszenierung so haben, wie wir es heute haben wollen. Und wenn er nur 3 Gänge essen will, dann ist er uns genauso lieb. Aber er muss sich auf uns einlassen. Und das müssen Sie auch in einem einfacheren Restaurant oder in einem einfacheren Gasse. Sie müssen sich auf den Koch einlassen. Wir dürfen nicht immer sagen, das mag ich nicht und hat's noch nie gegessen. Das ist alles Quatsch. Ja? Und das liegt uns Deutschen leider nicht. Und die Gastronomen steuern darauf hin. Bloß, dass sie jedem alles recht machen wollen. Wir in der Sterne-Gastronomie können das gar nicht. Und wir wollen das auch nicht. Aber ich rufe Sie als Gast aus hin zu einfachem Genuss und vor allem meinen Kollegen in der normalen Gastronomie. Machen Sie Ihre Speisekarte klein, hängen Sie eine Tafel irgendwo auf. Diese 3 Gerichte sind heute wichtig und auf die haben wir uns vorbereitet und die sind wirklich sehr gut gemacht, tagesfrisch, mit guten Produkten. Und dann wird der Genuss und die Sinnlichkeit viel höher. Und ich weine sozusagen, dass eben hier in der Region sich in diese Richtung so wenig tut. Sterne-Gastronomie ist nichts für jeden Tag. Das ist was für 1-2 Mal im Jahr. Wunderbar. Aber wir wollen doch eigentlich jede Woche mal gut essen. Ordentlich gut essen, einen sauberen, gescheiten Wein dazu trinken. Das ist Lebenskultur. Jetzt gibt's auf der anderen Seite ja auch dann diese, vor allem was ich immer so fürchte, diese Frauen, mit denen man essen geht und die dann sagen, ja, ich hätte gerne sowieso immer nur den Salat mit Putenbruststreifen, aber ohne Salat und ohne Putenbruststreifen. So diese Leute, ja, die ein Gericht umbauen. Das passiert Ihnen zum Glück hoffentlich nicht, ne? Auch. Sehr diplomatisch. Ja. Aber es kriegt man schon hin. Aber das kann es nicht sein, das ist genau das, was ich habe. Man muss sich auf was einlassen, man muss sich in jeder Beziehung im Leben auf was einlassen. Haben Sie einen Hund oder 2? Hund, ja, fränkischer Ausdruck für Mehrzahl. Oder Sie haben ein paar Kinder, Sie müssen sich aufs Leben einlassen. Schauen Sie zu, dass Sie was Gescheites zu essen kriegen, dass Sie zu Hause eine Essenskultur entwickeln, dass Sie Lebenskultur entwickeln. Das ist ganz wichtig und dann ist das Leben einfach schön. Jetzt frage ich nicht nach dem Hund, aber jetzt frage ich doch mal, interessanter Gedanke auch, was ist denn, wenn jemand Kinder mit zu Ihnen bringt? Auch kein Problem. Die perverseste Frage in Deutschland ist ja, darf man bei Ihnen auch Kinder mitbringen? Es werden 1000 Fragen gestellt. Unser Sohn lebt in Wien, ich wollte in Wien ins beste Restaurant Steirereck essen gehen und habe angerufen und gesagt, oh, ich glaube, wir können nicht kommen, weil wir kommen mit Hund. Das ist doch kein Problem nicht, da findet man Eckerl, haben die im besten, teuersten Restaurant in Wien gesagt. Und die Leute haben mich schon gefragt, dürfen wir bei Ihnen auch Kinder mitbringen? Sag ich, was soll denn diese Frage? Und bei uns bitten wir natürlich den Hund anzumelden, weil dann finden wir ein Eckerl. Da finden wir ein Eck. Und es geht ja so weit, dass die Leute fragen inzwischen,
auf der Terrasse. Wir haben eine Terrasse, wir bieten Sterneküche draußen. Das gibt's aus technischen Gründen ganz selten in Deutschland, weil das geht ja nicht. Und da wird ja ein Teller, was weiß ich, kalt oder das wollen wir nicht. Und da könnte von oben von der Eiche ein Blütlein herunterfallen auf den Teller und lauter solche Dinge. Und es geht ja so weit. Wo kann ich denn bei Ihnen eine rauchen? Die Stammgäste, die Raucher sind, leider war es nicht der Helmut Schmidt, freuen sich ja drauf, endlich können wir wieder zum Laudensack, weil da können wir eine Buff. Ja? Und die fragen am übernächsten Tisch, wo kann ich eine rauchen? Sag ich, Rauchen ist eine Jahrtausende Kultur, ich als Nichtraucher, und Sie rauchen jetzt bitte hier am Tisch. Dann hole ich einen Aschenbecher und dann trauen die sich nicht mehr. So weit sind wir degeneriert. Das kann's doch gar nicht sein. Es ist draußen, es ist frische Luft, es ist ein Sommerabend und da muss der Raucher in die Ecke. Wo sind wir denn daheim? Das Kind muss in die Ecke, der Hund muss in die Ecke. Es ist doch keine Kultur. Der Gegenentwurf ist natürlich, jetzt sage ich mal, ein Zigarrenraucher im geschlossenen Restaurant würde Ihnen den Abend versauen. Ne? Das gab's nie. Früher hat auch der ordentliche Zigarrenraucher ist in den Wintergarten gegangen oder hinaus. Und wir haben einen Wintergarten und da durfte gepafft werden und die anderen Gäste mussten damit klarkommen. Aber 1000 Jahre sind sie damit klargekommen und jetzt auf einmal ist alles ein bisschen verboten. Und das ist einfach nur schade. Also der Appell jetzt, um gesamtgesellschaftlich zu werden, es wird zu viel reglementiert in Deutschland. Viel zu viel. Und die Bürger freuen sich auf das nächste Reglement, halten es ein und tun jeden Nachbarn damit versuchen zu drangsalieren, dass er vielleicht mit dem Vorderreifen auf den Gehsteig stellt. Und das geht ja gar nicht. Aber wenn Sie jetzt so dieses französische Laissez-faire so ein bisschen propagieren, was man Ihrer Art, wieso sind Sie nicht schon längst irgendwo in Südfrankreich, in der Provence, haben ein schönes kleines Bistro, genießen die Sonne jeden Tag. Warum tut man sich's dann noch an? Ich tue mir nichts an, es geht mir gut. Ja, wir haben 3 erwachsene, gesunde Kinder. Ja, ich habe ein gutes Leben gehabt, ich durfte mein Ding machen, ja, und mache das auch noch weiter und habe Mitarbeiter und es sind sehr viele Leute, wenn sie hier in die Region Main-Rhön, gehen und gucken, wo jemand kocht oder wo jemand isst, dann sind sehr, sehr, sehr viele durch unser Betrieblein gegangen und das macht mich glücklich und mehr gibt's nicht. Und das Glück ist nicht in Südfrankreich, sondern das Glück ist in Unterfranken und es liegt daran, wir könnten alles noch schöner haben und vor allem mehr Genuss haben, wenn wir mal nicht immer auf die Alufelgen oder auf das saubere Auto schielen würden. Und das, was mir zum Beispiel immer auffällt, wenn man beispielsweise irgendwo in Köln oder im Ausland in ein Restaurant geht oder in eine Kneipe geht einfach abends, nur was trinken möchte, dann ist es so, da kommt man rein und Sie haben das in Köln erlebt, dann gibt es einen Tisch, der besetzt ist mit 4 Leuten. Als Franke neigt man dazu, den am weitesten entfernten anderen Tisch zu nehmen, sich allein hinzusetzen. Der Kölner sagt, ey, komm her, wer bist denn du, was machst du? Trink einen mit uns. In Franken habe ich immer das Gefühl, es gab früher mal in der Chemie so ein Schalenmodell, da musste immer erst jeder Platz einzeln besetzt werden, danach wurde ein zweiter dazugesetzt, wenn es gar nicht geht. Also sind wir auch so eine Region, wo die Leute so ein bisschen Berührungsängste haben? Kann das sein? Sind wir reservierter? Wird so sein, ich bin selber von da, ja. Also ich kann es gar nicht von außen so stark beurteilen, aber es ist bestimmt so und das merke ich auch an den Gästen aus dem Rheinland, die wir ja auch ständig haben, dass die zwar erst mal ein bisschen oberflächlich wirken, aber einfach offener sind. Ja? Also das, der Franke ist schon ein bisschen für sich und braucht auch seine Gemeinschaften. Das hat jetzt auch wieder ein Sicherheitsdenken und in der Gemeinschaft, im Verein und so weiter und in den ganzen Dingen ist er fülle vielleicht eine gewisse Sicherheit. Ich finde es ja sehr interessant, dass der bei den ganzen Glücksforschungen im Moment der Franke glücklicher ist als der Oberbayer. Ich weiß nicht, wie weit es zusammenhängt, aber das aus sich rausgehen ist schwierig und das ist ja auch ein Problem für die Sterne-Restaurants, dass die Leute sich nicht trauen und man muss sich einfach trauen und man muss sich öffnen und man muss ein bisschen offen miteinander umgehen und dann geht alles wie von selbst. Aber da haben Sie leider, glaube ich, ein bisschen recht. Gibt es denn irgendwas, was ich im Sterne-Restaurant überhaupt nicht machen darf? Was machen Sie, wenn ein Gast, wenn Sie das Essen an den Tisch bringen und das Erste, was der Gast macht, ist sein Handy rausziehen und ein Foto machen? Ja, war vor ein paar Jahren anders. Inzwischen, wenn unsere Tochter anruft und ich sitze mit meiner Frau im Sterne-Restaurant, muss ich auch schauen, dass wir gleich rausgehen. Aber fotografieren ist normal. Es geht dann so weit, wenn zu viel fotografiert wird und ich krieg's mit, sage ich, man muss das Essen essen, wenn es warm ist. Jetzt hören Sie auf mit Ihrer Fotografiererei.
Ja, so. Also wenn jemand aus verschiedenen Winkeln dann noch versucht, das Essen. Ja, es gibt so Leute, ja, für die ist es wichtiger, das Foto als das Essen ist Quatsch. Aber es ist natürlich auch normal, dass man alles kommuniziert inzwischen und eben alles fotografiert wird. Also das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie rasant das sich alles verändert hat. Ich habe vorhin das Beispiel Rauchen genannt, ist auch ein Quatsch. Ein bisschen leger sein, normal sein. Und eigentlich bin ich dafür, dass die Speisekarten nicht im Internet stehen, weil wir so schnell, wenn wir am selben Tag nicht wechseln, kommt dann abends jemand rein spazieren und sagt, ach, jetzt hatte ich mich so auf das andere Dessert gefreut, aber sag ich dann, das haben wir jetzt heute Nachmittag gewechselt. Heute haben wir gewechselt, aber die Karte ist noch alt, nämlich von vorgestern. Ja, das ist auch sowas. Sinnlichkeit, sich auf was einlassen. Wie gut sind die Schauspieler auf der Bühne? Wie emotional, wie gefühlvoll spielt der Musiker? Wie geht die Jazzband ab im ersten Set und feuert das Publikum an? Darauf kommt's an. Und nicht akribisch genauestens, was steht auf der Karte und was ist genau auf dem Teller. Es kommt auf die Lust an. Es kommt auf das Schöne am Leben an. Es kommt auf die Freude. Man muss sich auf was einlassen im Leben, sonst hat man verloren. Jetzt gibt's ja auch was, hat uns jemand geschrieben, das ist ja als Reaktion auf die Sendung, hat geschrieben, Mensch, man sieht immer mehr so Kochsendungen im Fernsehen, aber die Leute kochen nicht mehr selbst. Ist Kochen so eine Art Zuschauersport geworden noch? Ja, das muss man auch wieder nicht so übertreiben. Ich habe es jetzt in dieser Sendung, glaube ich, das war auch mein Anliegen, dass die Leute selber zum Kochen kommen sollen. Und nicht nur 1000 andere Sachen, man kann sich einteilen in den 168 Stunden. Und das war ja mein Anliegen und unser schöner Beruf, die Gastronomie auch genießen, sich freuen drüber und dann auch mit Leuten drüber sprechen, wie schön der Abend war und wie toll das war. So wie man über einen Theater oder Konzert oder einen anderen Museumsbesuch einfach seine Freude mitteilt, weil es ganz, ganz toll war. Und nicht nur über eine Reklamation, das ist ja auch erforscht worden, Reklamation, wenn was nicht gut war, irgendwo erzählt der Mensch 11-mal weiter und wenn was sehr gut war, dann erzählt das 3,8-mal weiter. Ist das so? So ist der Mensch gepolt und das sehen Sie die ganzen Only Bad News are Good News, wenn Sie in den Nachrichten sehen. Also ich habe Probleme, überhaupt Nachrichten zu hören, die höre ich 4 Minuten am Tag und dann weiß ich, was Schlimmes in der Welt passiert ist. Ob es dann auch wahr war, was in der Welt passiert ist, das weiß ich dann immer noch nicht. Und deswegen wende ich mich den schönen Dingen zu. Das ist ein interessanter Aspekt, wenn Sie das erwähnen, weil es ist ja auch wirklich so, ich meine, da müssen wir uns ja an die eigene Nase fassen, auch als Radiosender. Man berichtet in der Regel immer über das Schlimme, was passiert. Ja. Man sagt, dass jemand beim Autofahren ums Leben gekommen ist, man sagt aber nicht, dass 1 Million andere überlebt haben. Genau. Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Man könnte ja mal, ich glaube, die Bild-Zeitung hat das einmal versucht, hat mal einmal einen Tag nur gute Nachrichten gebracht. Ich habe keine Ahnung, ob sich diese Ausgabe verkauft hat, ich befürchte es nicht. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass eine Zeitung nur gute Nachrichten gebracht hat, sie ging pleite. Ist irgendwie so, ne? Ist ganz verrückt, ja. Wie geht's denn für Sie heute noch weiter? Müssen Sie überhaupt noch selbst am Herd stehen? Also, oder? Nein, ich muss nicht selbst am Herd stehen. Ich mache Kochkurse, ich begleite meine Köche, bin mit denen auf Augenhöhe Kontakt und bin sehr oft im Betrieb. Das steht auch schön in allen Führern drin. Wenn ich mal einen zu greifen kriege von den Schreibern und den Testern, sage ich das auch. Und ich bin auch sehr präsent und kümmere mich ums Ganze, um das ganze Wohl, um das ganze Wohl des Gastes, um das Haus. Und im Hintergrund habe ich auch immer meine Frau, die sehr kritisch, zurückhaltend immer alles analysiert und das Haus in einer besonderen, guten Art begleitet und ich glaube, da liegt auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir so ein schönes, authentisches, wunderschön eingerichtetes Haus haben und wir so viele Stammgäste haben, vor allem auch im Hotelbereich und dadurch auch immer wieder gute Mitarbeiter finden können, denen das Spaß macht und das Wichtigste ist, alle Mitarbeiter bei uns, die dürfen sie selbst sein und dürfen sich selber verwirklichen, dürfen sich selber da einbringen, ausleben und wir mögen unsere Mitarbeiter seit dem ersten Tag. Jetzt ist es oft so, dass man, wenn man mal Köche sieht, dann sind die oft irgendwie ganz wild mit 10 Ohrringen und Tätowierung hier und Tätowierung da. Gut, da sieht man es nicht. Im Service gibt es da eigentlich irgendwie Grenzen, wenn Sie sagen, jeder darf er selbst sein? Jawohl, da gibt es sehr wohl Grenzen und es wird im ersten Vorstellungsgespräch schon definiert. Klappt dann auch ganz gut und da haben wir schon irgendwo unsere Form. Wenn ich dann sehe in Städten, es gibt ja nur eine große Stadt in Deutschland, die heißt Berlin, was sich da auch auf der Qualitätsschiene tut, da bin ich eigentlich sehr erfreut. Wenn wir uns so weit öffnen würden, dann wäre das alles wunderbar, dass es
egal wäre, wie der Kellner jetzt gepierst oder tätowiert herkommen. Keine Ahnung, in 5 Jahren wissen wir mehr. Ja. Im Moment ist es noch einigermaßen. Ja, ja. Ist die Erwartungshaltung des Gastes auch eine andere, ne? Das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht ist es meine Erwartungshaltung. Also ich, wenn ins Theater oder ins Konzert gehe, ich ziehe mich ordentlich an. Das ist ein fast schon ein schönes Schlusswort. Jetzt will ich aber unbedingt noch wissen, was gibt's bei Ihnen heute zu essen? Jetzt zum Mittagessen? Was ist Hermann Laudensack? Ja, also heute mache ich abends blau und treffe mich mit Freunden in einem einfachen Gasthof. Da wünsche ich Ihnen jede Menge Spaß dabei. Ja. Sag danke für 2 sehr, sehr spannende Stunden. Das wäre so unterhaltlich. Zeit ist wie im Flug vergangen. Es gab noch was zu trinken. Also langsam entwickelt sich diese Sendung auch so ein bisschen zum Alkoholismus hin, aber das ist okay. Von der Schnapsbrennerin zum Wein. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Vielen, vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Tag.